Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sputti öffnet 25 Schwarzlöwentruhen hier auf guildnews.de. Es ist mal wieder soweit. ArenaNet hat den Patch Lang lebe der Lich veröffentlicht und damit auch gleichzeitig eine neue Schwarzlöwen-Waffentruhe erzeugt. Und zwar haben wir als neuen saisonalen Gegenstand das Schwarzlöwen-Schlossknacker-Kit mit dabei. Wenn wir diesen Gegenstand bekommen bzw. benutzen, haben wir die Wahl zwischen Seferiten-Dietrichen, Banditen-Dietrichen, Paktbrechstangen, erhabenen Schlüsseln, Macheten, Schlüsseln des Händlers und verzierten, rostigen Schlüsseln. Das heißt, gerade für Leute, die häufig Schlüsselmangel haben, bei Chargsäuren zum Beispiel, bei den verzierten, rostigen Schlüsseln oder gegebenenfalls halt auch bei den Banditen-Dietrichen. Für die ist das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Wir werden sehen, wie viele wir da jeweils bekommen pro Kit. Ansonsten gab es ein paar weitere Änderungen, die, oder wie gehabt, haben die Waffenskins gewechselt. Aktuell sind drin die Plasma- und die Sturmwind-Waffen. Dann gab es Überarbeitungen bei den Schwarzlöwenfigürchen, darauf habe ich auch geachtet. Briefboten sind jetzt mit dabei. Ich weiß gar nicht, kann man die auch nochmal rechtsklicken? Nee, kann man an dieser Stelle nicht. Das werden wir gleich machen. Neue Briefboten sind mit dabei. Der Infinirarium-Gleitschirm und das Feuerspucker-Paket sind drin. Und Halloween-Gegenstände befinden sich nun im Figürchen. Und es gab eine Überarbeitung, das steht auch dran. Letzte Aktualisierung Juni 2018 an den garantierten Garderobenfreischaltungen. Unter anderem 100 neue Skins aus Elona. Oder unter anderem aus Elona, sind mit dabei. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja. Juwelenbesetzter Skarabäus-Paket ist hier mit drin als seltener Gegenstand. Da haben wir das. Das sind ein Gleitschirm und ein Rückenteil. Und ebenfalls mit dabei ist das Mini-Erweckten-Reittier-Paket. Das sind die Neuerungen in der Schwarzlöwentruhe. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, und das interessiert euch wie immer mehr, das ist das Öffnen dieser 25 Truhen. Edelsteine wie immer gekauft bei Instagaming. Ich sehe gerade, wir haben gar nicht das Instagaming-Bild eingeblendet. Das ist natürlich eine Farce bei so einem Video. Da ist es. Und wir legen los mit der ersten Öffnung. Da haben wir ein Figürchen, einen Schwarzlöwen, Schlossknacker-Kit, einmal schwere Handwerkstaschen und der Aufwertungsextraktor. In der nächsten Runde, gut, an den beiden wird sich hier nicht mehr viel ändern, die schieben wir mal nach vorne, eine Rüstungsfreischaltung und eine Wiederbelebungskugel. Eine Garderobenfreischaltung und ein blaues Verschiebungsfarbpaket, metallurgisches Farbkit und eine große Handwerkstasche bzw. zwei. Oh, die öffnen heute etwas träger als sonst. Wiederbelebungskugel und schwere Handwerkstasche, ne, ihr merkt das hier so ein bisschen. Oh. Habt ihr euch aufgehangen bei der Öffnung? Oh, das ist ein Disconnect. Never play on Patch Day. Ich kann das Video jetzt nur tatsächlich ja nicht unterbrechen, weil ich nicht, oder neu starten, weil ich logischerweise nicht so viele Schwarzlöwenschlüssel habe, dass ich das nochmal von vorne machen könnte. Entsprechend müsst ihr euch jetzt ein klein wenig gedulden. ja, mal gucken, wann das hier weitergeht. Es scheint so zu sein, als wäre das die kürzeste Schwarzlöwenöffnung, die wir jemals hatten. Ich würde wenigstens doch gerne ein Schlossknacker-Set öffnen, das machen wir gleich zur Vorsicht. Dann kann ich das zumindest schon mal raushauen und vielleicht nachträglich dann ein anderes Öffnungsvideo. Okay, wir starten einmal das Spiel neu und gucken, ob uns das weiterhilft. Jetzt ist natürlich der Vorteil, das ist ein Video, das heißt, ich kann gleich irgendwann anfangen, einfach zu schneiden. Und es ist nicht ganz so dramatisch, falls wir jetzt noch ein paar Mal disconnecten sollten. Ich bin aber einfach mal optimistisch und sage, dass wir jetzt wieder reinkommen werden und dann zumindest noch ein paar Truhen öffnen und so ein Schlossknacker-Kit, damit ihr wisst, wie das aussieht und funktioniert. Zumindest hoffe ich das. Die Gendaran-Felder sind wahrscheinlich ein schlechter Ort, um sich einzuloggen. Normalerweise stehe ich für sowas auch immer im Lornas Pass zu einem Patch. Das habe ich diesmal nicht gemacht. War eine dumme Entscheidung, ganz offensichtlich. Ja, die Crashes überwiegen. Gut, dann ja, machen wir an dieser Stelle einen Cut und führen das Video weiter, wenn wieder alles funktioniert.
So, ich bin wieder online und mal schauen, wie lange das jetzt... Oh, Rollback. Ja, dann können wir die Truhe nochmal öffnen. Vielleicht kann ja jemand dann mal drüber schauen, ob wir jetzt bessere oder schlechtere Sachen rausbekommen. Wieso klappt das nicht? Dankeschön. So, wir starten mit der ersten Öffnung und es geht direkt los mit einem Orichalcum-Abbauknoten. Ich würde sagen, we are back in business an dieser Stelle. Zweite Runde, Versorgungskanister, schwere Handwerkstasche. Sozusagen, diese 1 Gold sind jetzt nicht so richtig geil, aber es ist in Ordnung. Das ist ein guter Auftakt. Wiederbelebungskugel und nochmal 1 Gold. Transmutationsladung und eine Materialientasche. Jetzt bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher, ob das wirklich viel besser ist. Garantierte Garderobenfreischaltung und eine Waffenfreischaltung hatten wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Extra Schwarzlöwenfigürchen helfen da nur bedingt. Immerhin ein Schnipsel einer Schwarzlöwenwaffe. Ist mit, eines Schwarzlöwenwaffentickets so rum. Wir haben wieder ein Blauverschiebungspaket mit dabei. 2 Aufwertungsextraktoren und der 2. Schnipsel. Trojanischer Währungsumtauschgutschein, die sind immer gut. Skin für die Plasma-Axt. Sehr schön. Das ist ein guter Run. Ich korrigiere mich dann doch. Ich bin zufrieden mit dem Rollback. Der nächste Schnipsel und wieder ein Blauverschiebungsfarbkit. Jetzt noch ein paar garantierte Garderobenfreischaltung. Mini-Evectus Reittier-Paket. Das werden wir sofort mal aktivieren und dann auch vielleicht in der Vorschau einmal zeigen. Nur für den Fall, dass wir das nicht nochmal bekommen, das Paket. Ich meine, wie die Miniaturen an sich aussehen, das könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon denken. Nämlich wie die Reittier-Skins auch. Rochen, Springer, Raptor. Wo ist der Greif gewesen? Ah, ganz am Anfang. Der Greif. Jawohl. Das sieht doch ganz schick aus. Also 2 Bonusöffnungen hatten wir schon mit dabei. Jetzt bitte noch der Gleitschirm. Ansonsten darf gerne im Zweifelsfall nochmal ein Rollback kommen. Oh, da haben wir den nächsten Bonusgegenstand. Der Plasma-Hammer ist mit dabei. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich die Plasma-Skins jetzt direkt verkaufe und mir später, wenn ein paar mehr Truhen geöffnet wurden, dann die Skins zurückkaufe. Das ist wahrscheinlich günstiger. Ticket für Miniaturen, 2 Sonne-Mond-Farbkits, ein Teleporto-Friend war mit dabei. Davon haben wir inzwischen auch schon eine ganze Menge. Jetzt haben wir nochmal eine garantierte Garderobenfreischaltung und einen Plasma-Langbogen. Holy shit, läuft das gerade gut hier für uns. Denn bei den anderen Waffen haben wir gesehen, wie schnell der Wert nach unten geht. Und zu guter Letzt, in der letzten Öffnung leider kein Gleitschirm mit dabei. Aber ansonsten, glaube ich, ein sehr, sehr guter Durchlauf. Ich schaue jetzt einmal, bevor zu viele Leute ihre Plasma... Oh. Plasma-Waffen verkaufen. Die sind gar nicht so teuer. Ich hatte in Erinnerung, dass die so um die 100 Gold waren. Nevermind, dann können wir sie tatsächlich auch in die Garderobe einlagern. Fangen wir damit mal an. Das war der Plasma-Hammer, das ist die Plasma-Axt. Dann lagern wir die hier mal ein. Teleporto-Friend können zur Seite gepackt werden. Die Wiederbelebungskugeln werden gleich eingelagert. Materialientaschen schon mal öffnen und einlagern. Haben wir jetzt noch eine Schwarzlöwen? Ah, wir haben diesmal keine Schwarzlöwen. Doch, da. 5 Stück. Nevermind. Die lagern wir natürlich auch noch mal weg. So, dann kommen wir jetzt zu den ersten tatsächlichen Öffnungen. Es sind anscheinend immer 5 Schlüssel, mit Ausnahme des verzierten rostigen Schlüssels. Davon gibt es 1 und 3 Macheten. Das ist jetzt natürlich in Bezug auf, was ist das wert, eine echt schwierige Frage. Ne? Die einen werden sagen, nur ein bisschen Kartenwährung. Für die anderen ist gerade das bisschen Kartenwährung ein Problem. Schlüssel des Händlers werde ich wohl nicht brauchen. Aber gerade so Chargsäure und die Packbrechstangen sind eigentlich immer die, die ich zu wenig habe. Was war denn der verzierte, rostige Schlüssel? Jetzt muss ich das tatsächlich verzierter, rostiger Schlüssel einmal nachschlagen. Das sind die für den Tauchmeister. Das ist ja cool. Das nehmen wir auch auf jeden Fall mal einen mit. Ich habe schon 4 davon. Okay, dann schauen wir in die Schwarzlöwenfigürchen, in die Änderungen, die es hier gibt. Zwischen eine ganze Menge davon. Und zwar neu mit dabei der Infinerarium-Gleitschirm.
das Feuerspucker-Paket, Langbogen und der Köcher. Das waren die Neuerungen hier. Und dann, klar, die Heimatinstanzknoten, die Todesstöße und Briefboten sind dazugekommen. Die müsste ich aber alle haben. Sehr schön. Bin ich noch irgendwas in Erinnerung, was sie machen wollten? Halloween-Skins, oder? Worunter fallen die denn? Ach, hier sind sie. Ah, Henker-Kleidungsset, blutiger Prinz-Kleidungsset, geisterhaftes Kleidungsset. Wird mir nicht angezeigt, ob ich das schon habe, doch da. Oh, die habe ich alle gar nicht. Das geisterhafte Kleidungsset wollte ich mir, glaube ich, immer mal holen, ne? Haha, so leicht kann das gehen. Garderobe, nein, nicht Garderobe. Ausrüstung, ne? Nein, doch Garderobe? Kleidungssets vielleicht. Das geisterhafte Kleidungsset. Tada, okay, farblich müssen wir das ein ganz kleines bisschen demnächst anpassen. So, wir haben dann noch mit dabei 4 metallurgische Farbkits. Und nur Burgundrot als seltene Farbe. Blauverschiebungsfarbkits, Puderblau und Geistfarbe. Da immerhin ein bisschen was Besseres. Miniatur Spielzeugei, ein Kreis-Sklavenhändler. Und hier haben wir Mitternachtsbronze und Dunst. Schauen wir einmal durch. War da irgendwas Wertvolles mit dabei? Ja, wie gesagt, der Urikalkum-Abbauknoten. Können wir vielleicht mal für ein bisschen weniger anbieten. Nehmen wir mal einen guten Mittelwert und hoffen, dass wir 170 Gold dafür bekommen. Ansonsten, immerhin knapp zwei, oh. Guck mal. Nehmen wir mal 3,40 wäre ganz gut für so eine Farbe. 3,10 für Mitternachtsbronze. Immer so ganz leicht runter, wenn wir das anbieten, ne? 9 Gold, da können wir ein ganzes Gold runtergehen. Hoffen wir, dass wir damit ein bisschen Geld machen. Die werden wahrscheinlich eher günstiger als teurer, das heißt, da machen wir den Sofortkauf. 10 Silber brauche ich nicht, 10 Silber brauche ich nicht verkaufen. So, 2 Frisierkits, die helfen uns nicht. Hier haben wir jetzt nochmal, glasierte Herrscherfarbe. Die wäre wert 21 Gold. Die tragen wir aber selber, weil sie uns noch fehlt. Bleibt zu guter Letzt, was müssen wir noch klären? Turiascher Währungsumtauschgutschein, den solltet ihr inzwischen kennen. Auch sehr gut für Währungen, die man braucht. Ich brauche immer Leylinienkristalle, also machen wir das entsprechend. Schwarze Tickets für Miniaturen, da hat sich nichts geändert, ne, haben wir vorhin schon mal durchgeguckt. Bleibt noch die garantierte Garderobenfreischaltung, die hat die Farbe Hochland freigeschaltet. Schon lange keine Farbe mehr gehabt. Hochland ist 71 Gold wert. Das scheint ganz in Ordnung zu sein. Ja, das war das Schwarzlöwentruhen-Öffnungsvideo für diese Ausgabe. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht geldnews.de und wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut!